im letzten Schritt geht es jetzt darum, diese erstellten historischen 3D-Modelle für das Web zu exportieren. Und hierfür wechsle ich zurück in meine Software Cinema 4D. Und in Cinema 4D wähle ich als erstes mal das Layout Standard wieder. Und in einem ersten Schritt geht es darum, diese Gebäudetexturen jetzt fest auf dem 3D-Modell zu verankern. Hierfür gibt es die Möglichkeit, das Objekt im Objekte-Manager zu backen, nennt sich das. Das heißt also, in ein Texturen und Modell miteinander zu verschmelzen und Lichtschatteneffekte dort zu berechnen. Ich klicke einmal auf dieses Objekt Backen und was wir hier sehen, ist die Möglichkeit, hier einzustellen, beispielsweise eine Texturgröße, 512x512 Bildpunkte. Die würde ich ein bisschen größer wählen, 1024x1024 Bildpunkte beispielsweise. Und ein Format, das sollte fürs Web kein TIFF sein, sondern besonders gut eignet sich hier JPG, JPEG oder PNG. PNG, also eine verlustfreie Komprimierung, die wähle ich hier aus. Man kann hier noch verschiedene weitere Einstellungen vornehmen, nämlich beispielsweise das Objekt ersetzen. Das würde bedeuten, dass das Objekt selbst sozusagen mit der Textur verschmolzen wird und eine neue Texturkoordinate erstellt wird. Das würde ich deswegen also auswählen. Und mit Illumination könnte ich, wenn ich also jetzt hier bestimmte Lichteffekte mit, also Schattierungen zum Beispiel, erzeuge, die könnte ich dann also in dieser Bilddatei direkt mit hinterlegen. Würde ich in dem Fall aber nicht anwählen. Ein Pfad muss ich noch auswählen. Jetzt nehmen wir hier mal das Tutorial, den Tutorial-Pfad. Den habe ich jetzt also hinterlegt hier. Und nun klicke ich hier einmal auf Backen. Es geht relativ schnell. Sie sehen, dass sich hier einiges verändert hat. Und das, was entstanden ist, ist also eine neue Textur. Ich gucke mal hier unten im Texturmanager. Hier ist also ein neues Bild entstanden. Und dieses neue Bild hat also die Fassaden oder die Teile meines Gebäudes hinterlegt. Das passt grundsätzlich alles schon recht gut. Ein gerade für die Webmodellierung wichtiger Schritt, den wir jetzt als nächstes gehen würden, ist das, dass wir die Achse, also den Nullpunkt dieser Szene, dass wir diesen verschieben. Und das ist dafür wichtig, dass wenn verschiedene Modelle am Ende in einer Webmodellierung zusammenkommen, dass diese auch zueinander passen und diese sozusagen auch zueinander ausgerichtet sind. Wie tun wir das? Wir gehen dafür unter Tafeln in eine Ansicht von oben, also die Ansicht 2. Und als Referenz möchte ich mir für meine Szene gerne diese Ecke hier des Yin Tower, also dieses größeren Vierecks hier, suchen. Und um das vornehmen zu können, würde ich also für mein Gebäude, das Gebäude Eichplatz, die Achse verschieben. Hierfür klicke ich auf den auf den Modell bearbeiten Modus und gleichzeitig auf den Achse bearbeiten Modus. Damit verschiebe ich jetzt diese Achse auf die Ecke. Das kann ich also mit einer optischen Genauigkeit tun, so in etwa, kann aber auch über die Taste P ein sogenanntes Snapping aktivieren, dann rastet also das Ganze auf diese Ecke ein. Wenn ich das jetzt mal mache, sehen schon, jetzt ist es eingerastet, kann ich also auf dieser Seite auch tun, wenn ich das ein bisschen bewege, jetzt ist das also aktiv. Wenn ich das getan habe, gehe ich zurück aus und beende den Achsenbearbeiten-Modus und wechsle wieder in Ansicht 1, also die 3D-Ansicht.
Im nächsten Schritt geht es darum, die beiden anderen Ebenen erstmal zu löschen. Klicke also die Ebene und hier auch die hinterlegten Polygonzüge, das ist also dieses Objekt mit dem Namen 0, und entferne diese beide aus der Szene. Einen letzten Schritt tue ich noch, bevor ich das Ganze exportiere. Ich klicke auf das Gebäude Eichplatz und bei den Objektkoordinaten gebe ich als Position 0 und 0 bei den Achsen Z und X an. Damit stelle ich also sicher, dass dieser Koordinatenursprung, dass er tatsächlich am Nullpunkt auch der Szene ist und damit also ein Import ins Web erfolgen kann. Das Ganze gebe ich aus über Datei, exportieren und dafür wähle ich Collada. Collada also ein Format, was von Google entwickelt wurde für den Austausch von 3D-Daten, inzwischen also eines der populärsten Formate in diesem Bereich. Ich nehme hier die Version 1.4, klicke also drauf, die Einstellung hier muss ich nicht weiter ändern, bestätige also mit OK und wähle dann also einen Speicherort für meine Datei. Für den nächsten Schritt wechsle ich in den Explorer und eine Sache, die ich hier schon sehe, wenn ich mir diese beiden Dateien anschaue, also wir haben den Tulp-Export, das ist die soeben erstellte Collada-Datei und ich habe dieses Objekt Gebäude Eichplatz Oberflächenfarbe, das ist also eine Bilddatei. Eine wichtige Sache ist hier ist ein Umlaut drin. Tendenziell ist es so, dass Umlaute schwierig sind für eine Weiterverarbeitung im Web und das, was ich hier tue, ist zunächst einmal diese Datei umzubenennen. Rechter Maustaste mit Umbenennen würde ich also hier den Umlaut herausnehmen und stattdessen ein AE hinterlegen. Was ich jetzt ebenfalls schon machen werde, ist hier diesen Namenszug zu kopieren, weil wir müssen jetzt auch in der 3D-Datei, in diesem DAE-File, natürlich angeben, wie dieser oder wo die Textur für dieses 3D-Modell zu finden ist. Ich gehe jetzt hier auf Start, auf Ausführen, beziehungsweise mit Windows R-Taste kann ich das auch öffnen und öffne den Editor. Dafür nehmen wir hier das Notepad, nennt sich das. Und ziehe jetzt diese Datei TulpExport in diesen Notepad hinein. Wenn ich das öffne, dann sehe ich, dass hier die Bilder hinterlegt sind, die ich in meiner Szene hatte. Das erste ist, diese Texturen hier brauche ich nicht. Die würde ich also erstmal rauslöschen. Das sind welche, die noch aus Cinema 4D mit exportiert wurden. Das, was uns interessiert, ist dieser Bereich hier oben, diese ID 3. Und hier wähle ich einfach den Namen aus. Vorsichtig hinten die Dateiendung stehen lassen. Und bestätige das Ganze oder kopiere und füge jetzt diesen Namen ein, den neuen mit dem AE. Das kann man natürlich auch sonst beliebig selbst neu eingeben. Und das Ganze speichere ich jetzt wieder, Datei speichern, schließe dieses Fenster und zum Schluss prüfen wir das Ganze noch darüber, dass ich also ein Projekt öffne, den Tulp-Export auswähle, das Ganze mit OK bestätige und jetzt also mein 3D-Objekt testweise in Cinema 4D geladen habe. Und dieses Objekt ist eines, was wir im nächsten Schritt dann auch in das Web oder in eine Webanwendung einfügen können. Und damit sind wir jetzt mit der Modellierung und Ausgabe am Ende.